VW-Busse sollten früher eigentlich Menschen transportieren können oder schwere Lasten. Und das war's. Und das haben sie am Anfang auch gemacht. Es waren reine Nutzfahrzeuge. Und heute ist es ja so, je älter so ein VW-Bus ist und je besser er im Zustand, ob original oder restauriert, desto weniger wird er überhaupt noch bewegt. Weil viele alte Busse ja zum Beispiel aufwendig instand gesetzt worden sind oder sogar einen kompletten Restaurierungsprozess durchgangen haben. Und darum werden die jetzt nur noch zu Ausstellungen oder zu Treffen gefahren. Den Rest der Zeit stehen die meisten alten VW-Busse wirklich in Garagen oder in Hallen und da stehen sie warm und trocken und gut behütet. Und das gilt schon für sehr viele T3, die ich kenne, für die meisten T2, die ich kenne und erst recht für die ganz alten T1-Busse. Aber ich habe hier tatsächlich einen T1-Bus gefunden, der seit seinem Kauftag, also von dem Tag der Erstzulassung bis heute, im täglichen Einsatz auf einem Bauernhof eingesetzt wird. Der transportiert also heute noch jeden Tag Stroh, Erde, Blumen, Heu, jeden Tag. Und kurz bevor der mir hier für meine Szenen zur Verfügung stand, hat er noch einen Ziegenbock zum Tierarzt gebracht, denn der Ziegenbock oder Ziegen allgemein sind auch Dauergast in diesem Bus. Die meisten Leute, die ich kenne, würden jetzt sagen, top, das ist ja eine super Basis zum Restaurieren. Ein kompletter Bus, wo nichts fehlt. Super. Aber der wird nicht restauriert. Der wird nur immer wieder dann, wenn überhaupt irgendwas kaputt geht, dann wird er nur fachmännisch repariert. Und dann geht er weiter in seinen Alltagsbetrieb über. Und repariert wird der jetzt in der Vanwerft in Rostock. Und gefunden habe ich den über den Buschecker Enrico Nagy, den ihr auch schon aus meinen anderen Videos kennt. Und ich finde das super schön zu sehen, dass es auch noch eine gesunde Gegenseite gibt zur Restaurierung eines solchen Fahrzeugs. Und ich dachte, ich zeige euch das mal und erzähle euch davon. Über die Vanwerft in Rostock und über den Buschecker in Verbindung mit der Vanwerft erzähle ich euch bald noch mehr, denn ich war jetzt wieder lange in Rostock und habe da viel gemacht an meinem Bus und habe mir für euch mal die Vanwerft angeschaut. Also, bis bald oder bis zum nächsten Mal. Tschüss!